Hallo und herzlich willkommen bei Your Friend. Das ist jetzt der zweite Teil unserer 30 Fragen und Antworten zum Thema Scheidung. Es geht hier um Scheidungsdauer, Vermögen, Steuerklassen und der Trennungsunterhalt. Wie schnell kann ich mich denn scheiden lassen? Bevor Sie sich scheiden lassen können, müssen Sie ein Jahr von Ihrem Ehepartner getrennt gelebt haben. Die Trennung kann auch in der gemeinsamen Wohnung erfolgen. Dafür müssen Sie in getrennten Zimmern schlafen und jeder muss für sich selber sorgen, bedeutet waschen, kochen, einkaufen, putzen und so weiter. Der Scheidungsantrag selber kann natürlich eher gefertigt werden und circa ab dem Trennungsmonat, dem 10. Trennungsmonat bei Gericht eingereicht werden. Wie lange dauert denn so eine Scheidung? Eine Scheidung kann zwischen 6 Wochen und mehreren Jahren, vor allen Dingen, wenn es zu einem Rosenkrieg kommt, dauern. Das liegt, Sie merken, ganz bei Ihnen selbst. Wenn Sie sich nicht oder nicht viel streiten, die Punkte wie Aufteilung des Besitzes, Kinder, Versorgungsausgleich, Sorgerecht, Unterhalt einvernehmlich regeln können, dann geht so ein Scheidungsverfahren unproblematisch und tatsächlich sehr, sehr schnell. Die Scheidungsdauer hängt also überwiegend von Ihnen selbst ab. Wie kann ich meine Scheidung denn beschleunigen? Eine Ehe kann auch dann geschieden werden, wenn das Trennungsjahr noch nicht abgelaufen ist. Allerdings geht dies nur wirklich in Ausnahmefällen, den sogenannten Härtefällen, zum Beispiel bei häuslicher Gewalt oder wenn der Ehepartner starker Alkoholiker ist. Wie kann ich das beweisen, dass das Trennungsjahr abgelaufen ist? Wer behauptet, das Trennungsjahr sei abgelaufen, muss das vor Gericht im Zweifel auch beweisen können. Dies kann man durch Zeugen machen. Am einfachsten ist es, das Trennungsdatum schriftlich festzuhalten und von beiden Ehepartnern unterschreiben zu lassen. Was tun, wenn der Ehepartner die Scheidung nicht will? Wenn der Ehepartner der Scheidung nicht zustimmt, müssen Sie beweisen, dass die Ehe zerrüttet ist. Gelingt dies nicht, kann die Ehe erst nach 3 Jahren Trennung geschieden werden, wenn die Zustimmung des Ehepartners nicht mehr erforderlich ist. Wenn Sie einen neuen Partner, eine neue Partnerin an Ihrer Seite haben, wird der Richter Sie zumeist schon nach 1 Jahr Trennungszeit scheiden lassen. Wie hoch ist der Trennungsunterhalt? Der Trennungsunterhalt bemisst sich nach den sogenannten ehelichen Lebensverhältnissen und dem Einkommen der beiden Ehepartner. Wann muss der andere Ehepartner arbeiten? Grundsätzlich muss der andere Ehepartner arbeiten gehen, wenn es ihm zugeht. Allerdings kommt es auf die Umstände im Einzelfall an. Kann der Trennungsunterhalt vertraglich auch ausgeschlossen werden? Der Trennungsunterhalt kann nicht vertraglich ausgeschlossen werden. Lediglich der Unterhalt nach der Scheidung kann durch einen Vertrag ausgeschlossen werden. Wann muss sich die Steuerklasse wechseln? Im Falle der Trennung ist zu Beginn des Kalenderjahres, welches auf die räumliche Trennung folgt, die Steuerklasse gewechselt werden, auch wenn das Trennungsjahr noch nicht abgelaufen ist. Muss ich denn mein ganzes Erspartes teilen? Ehepartner leben grundsätzlich im Unterstand der Zugehörigkeit. Vermögen der Ehepartner bleiben hierbei getrennt. Bei einer Scheidung wird dann lediglich der Zugewinn der Ehepartner ausgeglichen. Derjenige, der mehr erworben hat, muss die Hälfte davon abgeben. Sie sind vielleicht noch nicht so weit, direkt zur Anwaltskanzlei zu gehen. Und Sie wollen sich vielleicht erst einmal auch unverbindlich informieren und orientieren. Wir von Your Friend helfen Ihnen mit Ratgebern, mit Infopaketen, einem handgemachten Gratiskostenvoranschlag für die zukünftige Scheidung und natürlich auch dem unverbindlichen Scheidungsgebot. Suchen Sie uns im Internet oder rufen Sie unseren Infopoint an. Alle Gespräche für Sie sind immer kostenfrei, denn Your Friend ist Ihr Partner.